Jo, Leute, ihr wisst, die WM ist in vollem Gange, Leute. Und ganz genau. Ihr erinnert euch bestimmt noch an das epische Spiel Portugal gegen Spanien, was 3-3 ausging. 3-3, das war so ein heftiges Spiel. Man kann schon fast sagen, Ronaldo hat es alleine gegen Ronaldo Spanien versus Spanien. Ronaldo versus Spanien, kann man eigentlich sagen. Und da sind auf jeden Fall 2 Traumtore gefallen und die versuchen wir heute nachzustellen in dieser Challenge. Übrigens sind wir auch gerade in Berlin. Wir haben hier ein bisschen das Problem, so, wir haben das Spiel geguckt und wir haben immer draußen gehört, die anderen jubeln schon. Digga. Ungefähr 5 Sekunden vor uns und wissen so, ja, da ist ein Tor gefallen. Spannung schon weg, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die Ersten sind. Ne? Und dafür haben wir eine App herausgefunden, die das Ganze macht. Und da schalten wir mal einen Schuh. Boah, Digga, Freistoß Cristiano. Das ist jetzt schon krasser Druck, ne? Jetzt so kurz vor Schluss, aber. Habt ihr das so gesehen? Cristiano Ronaldo, das 3-3. Der Typ ist krank, der ist krank. Warte noch, ein Mann. Klar mit dir. Der hat einfach das Unschied raus. Spoiler doch nicht. Ronaldo, man of the match, Junge. Was für ein Tor. Ja, hier. Das ist Wahnsinn. Wie konntest du das wissen? Sehr süß. Kann nicht sein, dass er vor uns schon am Jubeln ist, Digga. Guck mal, der weiß schon Bescheid, ey, und wir sehen das. Wir lassen einfach mit der Torjubel-Checker-App mal messen, Alter. Wir müssen einfach nur ein bisschen vom Spiel kurz aufnehmen. Und? Was? 11,03 Sekunden. Vielleicht schaust du lieber woanders. Hätte dein Ergebnis einen Namen, wäre es Benedikt Höwedes. Oh mein Gott, yeah. Okay. Wer hängt echt ein bisschen hinterher? Ja, Freunde, mit der Torjubel-Checker-App von Astra könnt ihr sehen, wie schnell euer TV-Signal ist. Dazu öffnet ihr einfach die App, nimmt 3 bis 5 Sekunden vom Originalton auf und dann erhaltet ihr schon das Ergebnis, Freunde. Euer Ergebnis könnt ihr dann auch in den sozialen Medien teilen. Es gibt so tatsächlich auch ein Gewinnspiel, wo ihr einige krasse Sachen gewinnen könnt, wie zum Beispiel iPhones oder Ultra-HD-Fernseher. Alle weiteren Infos sind in der Beschreibung, genau wie der Link zum Downloaden für Apple, für Android, gibt's für alles, Leute. Testet das einfach mal aus. Und vielleicht habt ihr ja die schnellste Leitung und dann wollen alle Freunde der Nix bei euch zu Hause schauen. Und jetzt stellen wir erstmal diese Tore hier nach. Das Nacho-Tor und das Ronaldo-Tor. Boah, ja, wirklich, jetzt sind wir safe. Okay. Jetzt sind wir safe, die Ersten, die am Jubeln sind. Also Props an die Torjubel-Checker-App. Da fangen wir jetzt direkt mit der Challenge an. Zuerst das Traumtor von Nacho und am Ende Nacho. Den Freischuss. Daumen hoch, Leute. Ohne Käse. Selbst, dass wir in Berlin während der WM drehen für euch. Das ist echt anders. Auf Ehre, nur für euch. Und Lego! Yeah! Nacho, Nacho Gang! Leute, wir brauchen gar nicht lange über das Tor reden von Nacho. Oh ne? Mein Gott, was war ein das für kranker ein Basar-Schuss. Er hat ihn so runtergedrückt und komplett... Lange Ecke, richtig schön. Zäune in Berlin sind nicht gerade hoch, Alter. Das könnte die ein oder andere Backpfeife geben. Backpfeifenregel gilt immer noch, Freunde. Let's go. Ich muss anfangen, Leute. Nacho Gang, Nacho Gang. Keine Ahnung, was mir rauskommt. Today is Lonko Flonko Monday, Freunde. Aber wir haben... So ein Donker-Fan. So, Freunde, Nacho meldet sich zum Dienst und verwandelt das Ding jetzt. Aber falsche Richtung. Komplett falsche Richtung. Aber Tor ist Tor. Aber Tor ist Tor. Ein Punkt. Machen wieder. Nacho macht auch die dreckigen, weißt du? Machen wieder 1 und 2, also ein Punkt auf Vollziehs Nacken. So, Freunde, was geht ab? Der erste Nacho-Schuss mit ein bisschen Käsesoße und ein Homelette-T-Shirt aus dem Rotator Shop jetzt bestellt. Nope! Der wär's gewesen, Digga. Der war so groß, Alter. Der war so groß. Der Bra hinter dir, macht das Bra hinter dir. Hier in Berlin muss ich natürlich den besten Feind der Welt repräsentieren, Junge. Ihr wisst Bescheid. Komm, Bruder. Der erste Überzauberung ist jetzt da. Ja! Digga! Der Zaun hätte doppelt so hoch sein können, er wäre drüber gegangen. Er schießt 60 Meter heute. When you try your best, but you don't succeed. Ehrenmann. Er wäre sogar über Haus, glaube ich, noch gegangen. Aber warum bauen die Berliner Zäune auch so niedrig? Ich kann nur machen. Alle! Verdient! Special Guest, so. Oh ja, man, ja. Ruff, könnt vielleicht schon wissen, wer es ist. Das ist euer Junge! Euer Junge! Hey. Hey. Was geht? So, du darfst jetzt den nächsten Überzaun schießen, Bruder. Alles klar. Another one. Nacho! Ja!
Holzi bis jetzt wieder mal der Einzige, der getroffen hat. Nacho Gang, Nacho Gang, Nacho Gang. Und jetzt Runde Nummer 2, Leute. Ja! Absolutely incredible. Freunde, da ist er wieder, der altbekannte Schuss, der über den Zaun geht. Aber man muss auch sagen, die Zäune hier in Berlin sind echt nicht so hoch. Ihr müsst wissen, da drüben ist ein Tennisplatz. Ja! Dankeschön! Okay, weiter geht's. Ja. Was denn? Bei mir hast du richtig durchgezogen. Ja, Bruder, Alter, bei mir zieht der richtig durch. Bruder, du bist hart als Typ. Ja. Oh mein Gott! Willst du mich verarschen, oder wie? Hallo da! Ja, diese Tennisspieler werden uns gleich verprügeln, Digga. Kommen wir gleich mit Tennisspielern. Die denken echt, wir machen das absichtlich. Jeder Ball geht drüber. Endlich, Alter. Aber nicht auf der Pistole. Keine Ahnung, ich bin draufgestellt. Ey, kann man rausschauen? Hey! Taunus! Freunde, das hat eine bestimmte Vorgeschichte und ist mehr als verdient. Oh, Digga, ich bin tot! Jetzt ist so gut, Digga! Jetzt ist so gut. Ich glaub mir, die war verdient. Ich darf nie wieder beim Sound schießen. Digga, ey. Wir machen nur noch Lacher, Alter. Nicht drüber, bitte. Ja. Oh, ich hab einfach jetzt noch drüber gehauen, Alter. Wir haben alle nicht geschlafen. Kleines Problem, die Tennisspieler haben ein bisschen Stress gemacht, haben uns vom Platz gejagt. Deswegen sind wir jetzt auf einen anderen Platz gewechselt. Hier gibt's auch keinen Zaun, über den wir schießen können. Aber es gibt auch keinen Zaun, der die Bälle aufhält. Lego, Hazel, du machst das jetzt. Okay, Lego. Wer will über den Zaun, Digga? Ja! Freunde, ja, das ist für alle Berliner. Für alle Berliner, für alle Basketballer. Für alle Basketballer, alle Berliner. Bye, have a great time! Ja, das ist für alle Berliner. Okay. Okay, Freunde, so geht das nicht, Alter. Das ist eine komplette Blamage. Wird Deutschland nie Weltmeister, apropos, Alter. Deutschland spielt eine richtig stabile WM. Man down. Was macht das? Alter? Besser wird's, glaube ich, nicht. Der Platz ist echt nicht gut, Freunde. Ich glaube, wir müssen den mal hier in Berlin aufkaufen und ein bisschen aufrüsten. Stimmt jetzt dafür ab, Freunde, hier oben. Okay. Let's go. Oh, Alter! Aber immer kurze Ecke, Digga. Ich mach immer. Nacho Gang, du bist in Nacho der Nacho Gang. Ich bin in der Nacho Gang. Nachos auf meinen Nacken mit Käsedip für alle. Digga, für alle. Für alle, die Video liken. Für alle, die Video liken, kommt vorbei, Düsseldorf, Nacho. Jetzt gibt's einen cheesigen Ball, Freunde. Das ist der perfekte gewesen. Der war cheesy, Digga, aber leider kein Tor. Er kam ihn sehr, sehr nah, oder? Ja, schreibt die Kommentare. So Leute, jetzt gebe ich dem Nacho den perfekten Dip. Okay, der war auf Tor. Junge! Ja, auf jeden Fall, Lukas, wenn du das gesehen siehst, war das ein epischer Abend und wir haben überlebt. Wenn nicht, wird das nie rauskommen. We love you. Ehrenhaft. Das war unser Geburtstagsgeschenk an dich. Komm jetzt, du hast dreimal so schön gemacht. Oh! Das war er! Das war einfach Mr. Nacho, 2 Punkte. Nacho, Käse, der Freunde. Nacho Gang, Nacho Gang, Nacho Gang, Nacho Gang, Nacho Gang, Nacho Gang. Oh mein Gott! Muss er wenigstens einen aufs Tor kriegen. Nope. Einen aufs Tor kriegen. So, Freunde, das hat ja schon mal gut geklappt mit dem Nacho-Tor. Zwei Leute haben getroffen, jeweils 2 Punkte. Jetzt kommen wir zum allerbesten Tor, was wahrscheinlich bisher noch zur WM steht. Geschossen von Cristiano Ronaldo, CR7. In der 87. Minute packt er tatsächlich noch so einen glänzenden Freischuss aus, genau in den Winkel. Easy, 3 von 3 Treffer, oder? Das ist einfach Cristiano, Mann. Erster CR7-Freischuss, der war einfach anders, Digga. Der hat doch ein bisschen Hose hoch gemacht. Ja, so. Und dann ist er so gelaufen. Bruh.
De Gea, bist du's? Tor ist Tor, ich nehme auch schönes Ding, Alter. Ich nehme auch die dreckigen, Alter. Der war gefickt. So, Freunde, CR Humle meldet sich jetzt zum Dienst und let's go! Oh, schönes Ding. War nicht ganz, aber er war drin. Der war Cristiano. Was er kommt? No! Oh. Ich werde schon von den Jungs ausgelacht, dass ich keine Fußballschuhe habe. Aber ich zeig mir einfach mal, dass es auch ohne geht. Oh. Ne, Freunde, das erste Tor war einem Cristiano auf jeden Fall nicht würdig. Deswegen müssen wir jetzt nochmal einen schönen verwandeln. Bruh. Ey, das kann doch nicht sein, Digga. Schieße nur solche Tore. Er schießt einfach aufs Tor, Digga. Er geht rein, Digga. So, Freunde, jetzt Ansage. CR7-Tor ist da. Perfekte CR7 wird noch kommen. Nope. Aber Junge, beim Basketball spielt er gar nicht so schlecht. Er hat mich ein bisschen ausgetrickst, einfach andere Ecke geschossen. Ich swear you'll never see anything like this ever again. Und jetzt mit Ansage. Ah, gibt's doch nicht. Unlucky. Ich hab genauso viel Pech wie Marokko bei der WM. Das waren ja wieder andere Schüsse hier heute bei der Tore nachstellen Challenge. Da kommt Jungs, kommt das Bild. Yeah! Was wird das? Humble! What?